Also Respekt vor Menschen, die für diese Freiheit gekämpft haben. Danke, dass wir heute in Frieden zusammenleben dürfen. Auf diesen Fall. Und im noch größeren Bogen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im noch größeren Bogen, wenn wir jetzt nicht nur 30 Jahre zurückgehen, sondern wenn wir 70 Jahre zurückgehen, dann kommen wir zum zweiten Eckpfeiler, der Europa ausmacht. Das eine ist die Freiheit, der Grundwert, dass jeder Mensch sein Leben so leben darf, wie er es leben will. Und der zweite Grundpfeiler Europas ist die Tatsache, dass wir seit 70 Jahren jetzt verstanden haben, aufzuhören mit dem gegenseitigen Hass, Abgrenzungen, mit den schlimmen Seiten des Nationalismus, die diesen Kontinent so stark geprägt haben, oftmals zerstört haben und so viele Menschenleben gekostet haben. Ich war letztes Jahr, als ich beim Bundestagswahlkampf unterwegs war, war ich in meiner Heimat in Niederbayern und habe dort im Bayerischen Wald in der Gemeinde einen Wahlkampftermin gehabt, um die dortigen Kandidaten zu unterstützen. Habe noch ein paar Minuten Zeit gehabt, bevor der Termin begonnen hat und bin dann durch den Ort durchgegangen, ein bisschen frische Luft geschnappt. Und gehe dann so durch den Ort durch und dann sehe ich so einen Stein, hat ausgeschaut wie ein Grabstein, mitten im Ort stehen. Gehe dann näher hin, war kein Grabstein, sondern es war ein Gedenkstein. Ziemlich vermoost schon, weil er schon lange dort steht, schauen wir das näher an. Und da steht auf diesem Gedenkstein drauf, dass eine Frau in dem Ort, im Bayerischen Wald, im Jahre 1946 diesen Gedenkstein aufgestellt hat und sie hat eingravieren lassen: Ich habe in diesem Zweiten Weltkrieg alle drei Söhne verloren. Ich bitte, dass das nie vergessen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir ist eiskalt und Buckel runtergelaufen, als ich das gesehen habe und gelesen habe. Und wenn wir uns dessen vergegenwärtigen, ist die zweite große Leistung von Männern, nämlich von Adenauer, von Strauß, von der Gründergeneration Deutschlands und Europas, die zweite große Errungenschaft, mindestens genauso wichtig, neben der Freiheit, nämlich, dass wir seit 70 Jahren in Frieden leben dürfen. Und meine sehr verehrten Damen